Herzlich willkommen zu meiner Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und in meiner Online-Unternehmensberatung unterstütze ich Inhaberinnen und Inhaber von familiengeführten Unternehmen und HR-Abteilungen im Wege der Hilfe zur Selbsthilfe. Ich lade mir gerne Gäste ein, die etwas Besonderes zu bieten haben und Mehrwert bieten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dabei bin ich auf Urte Zahn gestoßen. Wir beide kennen uns von Encourage Ventures, wo wir uns für weiblich mitgeführte Startups und weibliche Business Angels einsetzen. Und Urte hat ganz viel zu berichten. Ein Teil davon ist, dass sie positive Psychologie unterrichtet an der Universität Victoria in Berlin und sich mit Positive Intelligence beschäftigt. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Sie unterstützt Startups in den ersten Phasen und sie ist zudem noch Qigong- und Tai-Chi-Lehrerin. Liebe Urte, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für die Einladung, liebe Nina. Ich freue mich schon, heute hier zu sein. Wunderbar, dann können wir schön plaudern. Urte, erzähl doch mal ein bisschen, du hilfst, unterstützt Startups. Wie läuft es ab? Wer kommt zu dir? Was sagst du denen und was erlebst du da alles? Oh, das ist wahrscheinlich natürlich so wochenfüllend wahrscheinlich mittlerweile. Ja, vielleicht so ein ganz bisschen so zum Hintergrund. Ich habe halt lange für Corporates gearbeitet. So, das ist so die eine Erfahrung, die ich mitbringe. Ich habe auch viel im Energiebereich gemacht, Gebäudebereich, also auch im technischen Umfeld. Viel in der IT und habe zweimal selbst gegründet. Das heißt, ich bringe ganz viel Erfahrung mit, die ich gern teile mit den Startups. Und ich bin halt auch ausgebildeter Coach, so dass ich halt auch die ein oder andere Methode gut mitgeben kann. Und es ist immer wieder eine Überraschung, mit was die Teams kommen. Am meisten werde ich gefragt, wenn Konflikte oder Spannungen in Teams auftreten. Das passiert ja auch mal bei Gründerinnen und Gründern. Und dann gucke ich halt, ne, wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade, ne, sind wir noch gerade in der Anfangsphase oder sind wir schon so, dass wir kaum noch miteinander reden können. Das sind so die wichtigen Sachen, weil gerade in Inkubatoren, Acceleratoren ist es nicht so schön, wenn die Teams einfach auseinanderbrechen während der Phase. Und auch Investoren fragen mich, weil natürlich das Geld den Bach runtergeht, wenn die Teams sich nicht mehr miteinander verstehen. Und genau, das macht mir ganz viel Spaß. Und manchmal ist es so, dass die Startups dann halt einfach nur einen Weg brauchen, zum Beispiel fangen die früh an, miteinander zu arbeiten, ja, und stellen dann auf dem Weg fest, dass dann irgendwie sie doch unterschiedlich sind und vielleicht vergessen haben, die Beziehungsbasis aufzubauen. Ne? Welche Werte haben wir? Welche sind eigentlich so Gemeinsamkeiten, auf denen wir aufbauen? Wie arbeiten wir zusammen? Was ist mir wichtig? Über was möchte ich vielleicht auch nicht sprechen? Und dann auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass halt irgendwie ganz viele vielleicht versucht man dann auf der Faktenseite miteinander zu reden, aber da kommt da gar nichts durch, weil man die Beziehung noch nicht aufgebaut hat. Und die kann man halt sehr gut wieder zusammenführen oder denen helfen. Kann aber auch sein, dass die Werte komplett unterschiedlich sind. Ne? Der eine möchte halt eher so ein Startup bauen, wo es langfristig ist, vielleicht gar nicht das nächste Unicorn. Der Mitgründer oder Mitgründerin möchte aber ein Startup bauen, was so durch die Decke geht. Ja. Und das sind zwei Sachen, die kann man eigentlich schlecht auflösen, weil das halt eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Strategie braucht. Wie baue ich Startup auf? Ne, Geschwindigkeit. Da hilft es dann manchmal einfach zu sagen, so wollt ihr vielleicht halt irgendwie auch beide was anderes machen. Oder einer steigt halt aus und jemand anders steigt ein. Das ist immer spannend. Ja, sehr interessant. Ja, super. Ja, und wie kommst du zu den Startups? Wie erfahren die von dir? Wie ist der Weg? Und wer finanziert das Ganze? Die Startups haben ja im Zweifel immer wenig Geld. Naja, die haben ja immer so, das ist ja dieses berühmte Dreieck, von allem zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen, zu wenig Geld. Und in dem Dreieck bewegen sie sich ja eigentlich konstant, zumindest zu Anfang. Später ist vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Geld da, aber es ist immer noch zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen. Vorwiegend finanziert werde ich halt in der frühen Phase von den Inkubatoren, Acceleratoren oder halt auch von den Investoren. Also, weil für die ist es halt wichtig, dass es gut funktioniert.
die Teams selbst haben das manchmal noch gar nicht so, dass sie sagen, oh ja, Coaching hilft uns, ne? Sparen lieber an der Ecke und sagen so, nee, kriegen wir auch so hin. Ne? Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Quellen von woanders kommen. Und es gibt halt auch Investoren, zum Beispiel auch VCs, die halt sagen, wir bauen das in die Verträge mit ein. Also wenn wir investieren, wollen wir, dass ihr zum Beispiel einen Coach an die Seite euch nehmt. Mhm. Ja, und das heißt, die Berlin-Bubble ist groß genug. Das heißt, du hast überwiegend mit Berliner Startups zu tun oder kommen sie von überall? Also die Berlin-Bubble ist auf jeden Fall groß genug, würde ich sagen. Aber es ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe halt auch mal Startups aus dem Ruhrgebiet. Und ich bin halt vielseitig interessiert. Also was mich besonders interessiert, ist halt so Climate Tech, Circular Economy. Und da reden wir mittlerweile nicht mehr nur von Deutschland, sondern die Startups sind ja auch sehr stark halt im Ausland unterwegs. Also das heißt, da ist sehr unterschiedlich. Die Berlin-Bubble hilft mir natürlich so ein bisschen dabei, sehr international ausgerichtet zu sein, weil zum Beispiel in dem Inkubator der SIBB haben wir mittlerweile 70% Frauen auf natürliche Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Wenn man das Ökosystem umbaut, und 80% mit migrantischem Hintergrund. Also das heißt, die Internationalität ist sehr hoch und das ist wahrscheinlich auch wieder so Bubble-spezifisch. Das wird wahrscheinlich in anderen Regionen, ist das noch nicht ganz so oder ist es nicht so. Mhm. Spannend. Wie kamst du zu dem Thema? Da bist du wahrscheinlich auch nicht aufgewachsen. Wie ist dein Weg dahin gewesen? Ich habe schon kurz angedeutet, ich habe halt längere Zeit für Corporates gearbeitet, ich habe für IBM gearbeitet, Bilfinger, Bosch. Denke also auch von verschiedenen Bereichen, fast immer in der IT, ne, oder irgendwie also Sales, Einkauf, Customer Support aufbauen, im Outsourcing unterwegs sein. Und das hat mir viel Hintergrundwissen gebracht, also auch viel, wie gehe ich mit großen Unternehmen um, also gerade im B2B-Umfeld, ne? Also manchmal so ein Startup versteht nicht, warum jetzt, man schreibt doch jemanden aus dem Unternehmen und man kriegt gar keine Antwort oder es dauert sehr lange. Und dann so, aber ne, die wollen mich nicht, ne? Das ist dann auch wieder so diese Stimmen, was ja gar nicht stimmt, ne? Weil ich sag mal, die Prioritäten im großen Unternehmen liegen vielleicht anders und auch die Zyklen oder das Interesse ist vielleicht auch in einem anderen Gebiet oder man braucht halt eine Weile, man braucht ein bisschen Fachexpertise von da und da. Dann habe ich selber gegründet. Ich habe mit dem ersten Unternehmen im Bereich Energie und Gebäude ein Exit gemacht, dann nochmal ein Unternehmen im Health-Bereich gegründet und ich glaube, damit habe ich eine ganz gute Idee, was man so richtig machen kann, was man ganz gut machen kann und was man vielleicht auch nicht unbedingt machen muss. Und und dann habe ich irgendwann gedacht, so für mich, ach, zweite Reihe ist auch ganz schön, wenn man einfach so, wenn man einfach so Tipps gibt oder Hinweise und sagt, kannst du so machen, wird aber kacke. Oder auch halt ganz bewusst einfach Fehler machen lassen, weil aus Fehlern man halt sehr gut auch lernt. So dieses Abwägen, ne? Also kann ich den Fehler jetzt hier sehr gut machen und gerade wenn es halt ein sicheres Umfeld ist, macht man besser halt auch mal ein paar Fehler und dann kriegt man halt auch eine höhere Geschwindigkeit hin, weil man halt das viel besser auch verarbeiten kann als Team. Also zweite Reihe macht mir sehr viel Spaß und dadurch, dass ich hier viel im Ökosystem in Berlin unterwegs bin, kenne ich entdecke auch sehr, sehr viele, ja noch viele neue Startups immer wieder kennen, sehe halt auch so ein paar Trends und ja, das ist vielleicht mal so zum Start. Ja, sehr interessant. Für alle, die jetzt zuhören und gar nicht mit der Startup-Bubble zu tun haben, ein Exit ist ein Verkauf von einem Unternehmen, also ein gelungener Verkauf und das ist ja das, was wir im Mittelstand versuchen zu vermeiden. Also wir suchen ja eigentlich Nachfolger, Nachfolgerinnen für unsere Unternehmen und auch in der Familie möglichst über Generationen zu erhalten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten und deswegen ist es auch spannend, das zu betrachten. Auf der einen Seite sind ja Startups auch ganz normale Unternehmen und Startup-Gründer sind ganz normale Gründer und Gründerinnen von Unternehmen und sind dann auch Unternehmerinnen und Unternehmer, aber irgendwie doch total anders.
Was würdest du denn den jungen Leuten empfehlen oder überhaupt Menschen empfehlen, die in Startups investieren wollen? Was sind Konstellationen, die gut funktionieren, deiner Ansicht nach? Und wo strugglen Startups häufig? Was kann man auch als Investorin und Investor vielleicht vermeiden? Ja, es gibt da, glaube ich, gar nicht so richtig falsch und wahr, ja, oder das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, was halt wichtig ist, ist so Innovation. Ich bin immer so ein bisschen so, ich baue die nächste Plattform. Ist für mich halt etwas schwieriger. Also es muss schon ein richtiges Problem lösen. Und viele Startups versuchen zu Anfang gerade den Weg zu verkürzen. Aber ich glaube, man muss sehr gut verstehen, was der Kunde will und welche, sag ich mal, Schwierigkeiten er hat, wo er Hilfe braucht, wo er Nutzen sieht. Weil man kann halt viele Sachen entwickeln, ohne dass die halt irgendeinen Nutzen bringen. Und dann wird es halt schwer, später auch im Sales. Ne? Dann versucht man halt, das Produkt zu verkaufen. Da muss man viel Werbung machen, damit irgendjemand das abnimmt. Oder man hat ja ein Produkt, was halt auch wirklich zieht. Und wenn ich halt ein Problem gefunden habe, was ich löse und wo die Leute einen echten Mehrwert sehen, dann entsteht so ein Zug, ne, anstatt so ein Push. Ne. Also ist man halt nicht so, ich muss das in den Markt pushen, sondern die Leute fangen an, ne, und sagen so, hey, hast du das schon gesehen? Das hilft mir total. Ne. Und dann entwickelt sich das. Ein bisschen langfristigerer Weg, aber ich finde das gut investierte Zeit zu Anfang halt viel Zeit zu investieren, um den Kunden zu verstehen. Wichtig ist aus meiner Sicht das Team. Wie geht das Team miteinander um? Ich sehe immer wieder, dass Investoren sagen, ja, also Team ist ganz wichtig. Und dann sage ich, naja, wann lernt ihr die dann kennen? Also wann lernt ihr das Team richtig kennen? Wann evaluiert ihr mal das Team? Und dann sagen die, ja, in der Verhandlung. Und dann sage ich, aber die Verhandlung, das ist ja eine Stresssituation, wo man halt versucht, dieses oder jenes halt, Bild aufzubauen. Aber man weiß ja noch gar nicht, wie gehen die halt wirklich miteinander um. Man kann so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Ne? Also wie viel Redeanteil hat jeder? Wer redet zu was? Ne? Fallen die sich ins Wort? Dann sieht man halt schon so ein bisschen was. Aber das ist halt so dieses Team first. Gibt es halt auch dann halt so die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel erstmal in so ein Advisory Board reingeht von jungen Startups, die mentort, ein bisschen kennenlernt und da so den ersten Weg reinfindet. Ja, also es wäre so Team, Innovation löse ich halt wirklich ein Problem. Ja, also es kann ja auch eine Business-Innovation sein, es muss ja keine Technologie-Innovation sein. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Und gibt es einen Markt dafür? Der kann auch gerade entstehen. Also der muss noch nicht da sein. Es gibt auch manche Sachen, gerade im Circular Economy Umfeld, wo der Markt gerade erst entsteht. Ja, sehr spannend. Also ich bin ja auch als Business Angel unterwegs und ich schaue eben auch immer gerne auf diverse Teams. Ich mag diverse Teams. Ich habe auch in reine Frauenteams investiert. Und dann schaue ich auch immer, in welcher Konstellation stehen die. Also ich habe nicht so gerne Pärchen, weil ich immer denke, Beziehungen können scheitern und dann hat man den Rosenkrieg im Startup drin. Ich mag gerne, wenn Kumpels, also Mann-Frau-Kumpel, da habe ich ein Startup zum Beispiel, das funktioniert ganz wunderbar. Und das sind so Sachen, wo ich drauf schaue. Auch habe ich gerne Startups mit schon älteren Gründerinnen und Gründern, die halt schon Berufserfahrung haben und ausgründen eher aus ihrem bisherigen beruflichen Erfahrungsschatz und nicht gerade von der Uni mit der Idee frisch unterwegs sind. Wie ist deine Erfahrung im Hinblick auf diverse Teams oder das Alter und die Erfahrungen der Gründerinnen und Gründer? Und das Ehepaar, genau. Das Ehepaar, ne, da habe ich halt auch viele, so dass wir halt entweder schon verheiratet oder also die ich coache oder die halt auch gerade zusammen sind in der Beziehung. Da versuche ich den immer, das ist glaube ich auch ähnlich wie in der Unternehmensnachfolge, wenn man jetzt halt den Sohn und den Vater oder den Vater und die Tochter hat, zu sagen, ihr müsst halt schauen, spricht gerade Gründerin zu Gründer oder spricht gerade Ehemann zu Gründerin. Ja? Also das sind so dieses, wann bin ich in welcher Rolle? Das ist halt zum Beispiel so ein wichtiger Punkt. Wenn die das gut meistern können,
kann das durchaus auch sehr gut funktionieren. Und ich halte viel davon, das halt auch transparent zu machen. Nicht, dass man halt zum Beispiel investiert und dann später mitkriegt, ah, okay, die sind ja ein Paar oder die sind verheiratet. Genau, Jüngere kann gut funktionieren. Ältere sind statistisch, haben eine größere Erfolgsrate. Auch wenn halt viele junge Gründerinnen und Gründer supportet oder unterstützt werden. Aber die Erfolgsrate bei Älteren ist auch sehr hoch. Und vielleicht noch ein Punkt so aus dem Uni-Umfeld, wenn die aus dem Universitätsumfeld kommen, die haben manchmal noch nicht so viel Entrepreneurial-Mindset dabei. Also dieses, wie will ich ein Unternehmen führen, sondern bleiben halt auch vielleicht in der Forschung hängen. Da ist es dann wichtig, halt das an vielleicht einen Co-Gründer reinzuholen, der oder die halt dann wirklich halt so, so diesen Business-Sense und dieses Unternehmertum mitbringt, damit das halt eine gute Kombi wird. Ja. Ja, je diverser das Team ist, auch von den Erfahrungsbereichen, von der ganzen Perspektive, desto erfolgreicher wahrscheinlich, oder? Ja, absolut. Also und ich habe einige, das ist vielleicht auch nochmal so ein interessanter Punkt, ich habe manchmal kommen so Teams rein, die sagen, ja, wir gehen sehr harmonisch miteinander um. Das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass die sehr ähnlich sind. Das bringt zu Anfang ein paar Vorteile, weil man sich schneller bewegen kann. Man weiß halt, okay, wie der andere so reagiert, weil es so ähnlich wie ich. Nach hinten raus hat man aber viele Blindspots. Ne? Deswegen, das ist, spricht halt auch für diverse Teams. Das heißt, wenn ich halt irgendwie divers bin, irgendwie in Alter, in Geschlecht, in vielleicht Herkunft und alles, was so da noch möglich ist an Diversität, dann braucht man zu Anfang länger. Weil man muss sich ja erstmal irgendwie kennenlernen, mal wissen, wer ist denn da, also wie reagieren die, was kann ich machen, was geht nicht, wie können wir konstruktiv miteinander Spannungen lösen. Aber nach hinten raus haben die weniger Blindspots. Also das heißt, die können halt verschiedene Richtungen, verschiedene Optionen viel besser halt wahrnehmen und nutzen, als wenn ich halt sehr ähnlich bin. Und was halt auch ist, wenn die Teams dann wachsen, dann hat man eh die Tendenz im Unternehmen auch so, jemanden anzustellen oder mit aufzunehmen ins Team, der auch wiederum ähnlich ist. Und wenn wir dann alle sehr ähnlich sind, nehmen wir eine große Business-Opportunity wahrscheinlich nicht mit. Ja, super spannend und ganz wichtig auch, was das Thema Frauen an Bord angeht. Also Frauen sind ja im Zweifel anders als Männer und da bleiben die Männer auch oft gerne unter sich. Und ich sage auch gerne, was Beiratspositionen angeht, die ja auch dazu neigen, viele ähnliche Menschen an Bord zu machen. Da mag ich diesen Spruch sehr gerne. Wenn alle der am Tisch der gleichen Meinung sind, sitzen ein paar zu viele Leute am Tisch. Also im Prinzip ist ja der Sinn des Gremiums, dass man Perspektiverweiterung hat, dass man sich mit anderen Themen auseinandersetzt, dass man breiter aufgestellt ist, um den Markt breiter zu bespielen, um andere Themen zu lösen. Und wenn man da in der Komfortzone bleibt, dann wächst man nicht und dann entwickelt man sich auch nicht. Ja. Und gerade wenn man jetzt so Spannung hat, ne, dann ist, wenn man die lösen kann, dann bewegt man sich einen Riesenschritt vorwärts. Ne? Wenn alle am Tisch sagen, ja, sehe ich auch so, dann bewegt sich halt nichts oder wenig. Ja, ja, ist ein Kulturthema, gell? Auch diese Frage. Ich habe neulich eine CEO gehört von einem riesen Mega-Unternehmen und die hat gesagt, sie will, dass ihre Mitarbeiter sie challengen. Also die sollen sie hinterfragen, die sollen Feedback geben, die sollen selber denken, weil das bringt das Unternehmen vorwärts. Aber das ist eine Kultur, die haben natürlich nicht alle Unternehmen. Die wollen lieber bestätigt werden, ja. Ja, das ist ja auch, liegt ja auch so ein bisschen vielleicht in unserer Natur, dieses, also wir möchten halt gern Appreciation, also Wertschätzung erfahren. Mhm. Ne? Das sind wir in der deutschen Kultur der Wertschätzung eher zurückhaltend. Ne? Es gibt ja auch so diesem im Schwäbischen so nichts gesagt, genug gelobt. Also das passt ja eigentlich ganz gut rein. Und daher, ne, und Wertschätzung, manchmal wird das halt so ein bisschen vertauscht oder missverstanden mit Bestätigung. Ne? Also Wertschätzung heißt nicht, dass man immer bestätigt wird, sondern Wertschätzung heißt, dass wenn man etwas gut findet, auch jemand bei anderen und gerade halt zum Beispiel auch bei Gründerinnen, wo man halt sagt so, ja, unterstützt euch gegenseitig und sagt, hey, das war toll, ne? Aber auch nur, wenn ich es halt meine, nicht einfach so dahergesagt.
Ja, Hast du? total. Und meiner Meinung nach ist Wertschätzung auch, dass man sich überhaupt mit dem Gedankengut von jemand anderem auseinandersetzt. Das heißt noch nicht, dass man dem zustimmt, aber allein wahrgenommen zu werden in der Komplexität der eigenen Themen und dann ein Feedback dafür zu bekommen, ist viel mehr Wertschätzung wie ein pauschales Lob von jemand, der gar nicht erfasst hat, was man eigentlich gerade entwickelt hat fürs Unternehmen. Also auch ein ganz wichtiges Thema bei der Führung. Ja. Absolut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja diese Theory U mit dem offenen Willen, den offenen Gedanken und dem offenen Herzen. Das ist ja, also wenn ich jetzt sozusagen offene Gedanken habe und das fördern will, das ist ja egal, also ob es jetzt im Startup oder im großen Unternehmen ist, auch im Bereich Führung. Ne? Wenn ich diese offenen Gedanken und Feedback, also wie sagt man jetzt, zerstören will oder einschränken will, dann fange ich es an zu bewerten und sage dann zum Beispiel, das ist aber eine doofe Idee. Na, oder das ist eine Idee, die ich nicht gut finde. Und dann killt man das sofort. Besser ist dann zu sagen, also man findet immer 10% in der Idee, die man wirklich mag. Also egal, wie schlecht die Idee ist oder wie schlecht die Idee man findet, 10% ist immer drin, wo man sagt, so, damit kann ich arbeiten. Dann nehme ich die 10% und sage so, was ich an deiner Idee mag, ist das und das. Und, ja, und dann kann ich darauf aufbauen. So, das heißt, daraus die Idee entwickelt sich. Ne? Wenn ich aber die Idee einschränken will, das Feedback einschränken will, sage ich halt einfach, nee, haben wir noch nie so gemacht. Also, zack. Beim offenen Herz ist es so ähnlich. Ne? Also, wenn ich etwas gut finde, ne? Und ich sage, oh, das ist ja. Finde ich großartig und so weiter. Wenn ich es einschränken will, kann ich es einfach mit zynischen Kommentaren machen. Also, dass ich dann, ne, dann schließt sich das halt auch sehr wieder zusammen, so das Herz, und dann sagt man so, ja, okay, gut, habe ich vielleicht jetzt nicht ja, so sagen wollen. Und das Gleiche ist dann halt bei offenem Willen, also der Wille, was zu tun. Ja? Wenn ich das einschränken will, versetze ich einfach die Leute in Angst. Dann, wir wissen ja vielleicht, dass wenn man sozusagen sehr ängstlich ist, dann fällt es einem schwer, sich zu öffnen und rauszugehen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, oh, hat jetzt vielleicht das nicht ganz gut geklappt, versuch es doch nochmal andersrum. Ne? Und ich helfe dir auch dabei, dann ist man schon direkt halt drin, weil man aber dann halt so wirklich so eher so in Angst reinversetzt. Menschen, dann tendieren die dazu, auch wieder so zuzumachen und zu sagen, ja, okay, dann mache ich besser nicht. Wenn ich nichts mache, mache ich keine Fehler. Ja, Oder? total wichtig. Ja, auch da schließt sich ja das Thema Fehlerkultur im Unternehmen an, Führungskultur. Das sind ja maßgebliche Faktoren, bei denen ich die Innovationskraft in meinem Unternehmen unterstützen kann oder eben auch beschneiden kann. Und je mehr Menschen das verstehen, wie das funktioniert, wie man Menschen auch anspricht, um sie in ihre Größe und in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, desto besser. Meiner Meinung nach ist Selbstwirksamkeit der maßgebliche Mitarbeiterbindungsfaktor. Und je mehr wir es schaffen, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie in unseren Unternehmen auch sich einbringen dürfen, dass das angenommen wird, dass sie das Unternehmen mitgestalten dürfen, desto besser. Also das ist ja jetzt mehr der mittelständische Teil. Bei den Startups sind es ja Gründerinnen und Gründer, die dürfen ja sowieso maßgeblich mitentscheiden. Aber die führen dann irgendwann vielleicht ja auch andere Menschen und dann ist es gut, wenn sie da offen sind. Ja, und eine debattierende Diskurskultur auch etablieren, wo quasi unterschiedliche Meinungen salonfähig werden, ja, mit denen man umgehen kann. Ich glaube, wenn man das von klein auf, wenn man den Samen gleich sät durch deine Arbeit vielleicht auch, dann hat man am Schluss ein wirkliches Fundament für eine große Firma, die auch echt Erfolg hat. Ich glaube, was halt nochmal so ein Stückchen auch ein großer Unterschied ist, bei einem großen Unternehmen oder auch bei mittelständischen Unternehmen, da habe ich ja eine Kultur. Egal wann und wie ich reinkomme, die Kultur ist bereits gesetzt. Und die kann ich dann verändern. Ne? Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich kann sie verändern. Beim Startup, das ist, glaube ich, vielen Gründern nicht bewusst, mit der Gründung oder mit der Idee und wir tun uns zusammen, fängt die Kultur an. Und das wird häufig, glaube ich, übersehen, ne, dass die Gründerinnen und Gründer ganz klar halt diejenigen sind, die die Kultur aufbauen und die Kultur schärfen. Das heißt zum Beispiel, wenn die halt 80 Stunden arbeiten und auch am Wochenende keine Pause finden, dann ist das Teil, wird das Teil der Kultur. Ja? Und wenn die sich dann, also ich spreche dann halt mit denen darüber und sage, schaut mal,
wenn ihr das den Leuten im Team vorlebt, ne, dann denken die, das muss so sein. Ihr seid dafür verantwortlich, halt auch den Raum aufzubauen, in dem ihr gerne arbeiten möchtet und in dem die anderen auch gerne arbeiten möchten. Also manchmal, ne, das ist dieses, ich komme in eine Kultur versus ich baue eine Kultur von null auf und bin mir denen gar nicht bewusst. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Und wir beide forschen und dozieren ja im Bereich Menschsein. Ich bin da unterwegs mit dem Voice Dialog und unterstütze da mit Pferden. Da geht es um das Thema innere Stimmen, innere Teilselbste. Und du machst das ja auch. Bei dir heißt es ein bisschen anders. Willst du uns mal ein bisschen was erzählen über positive Psychologie und Positive Intelligence? Ja, also positive Psychologie ist ja sehr stark aus den USA getrieben, halt auch viel durch die Studien. Wir haben ja so den Anfang in der klinischen Psychologie, so ich glaube so Ende 19. Jahrhundert, wo dann halt irgendwann nicht mehr genug Ärzte da waren und dann halt auch mehr Psychologen reingekommen sind und man mehr halt auch angefangen hat zu achten, wie ist denn das Umfeld und wie kann ich es halt auch positiv beeinflussen. Aber der Großteil kam so, glaube ich, 70er, 80er aus den USA und dann auch viele Einflüsse, ne? Wie baue ich Resilienz auf, wie kann ich, also dieses Thema Selbstwirksamkeit, eine Bindung Mitarbeiter, Bindung Kinder. Also da kommen ganz viele Studien halt aus USA und es gibt halt ein Programm, das heißt Positive Intelligence oder Mental Fitness. Das kommt auch aus den USA. Da sind viele Sachen und viele Studien aus der Verhaltenspsychologie und aus der positiven Psychologie und verschiedenen Anwendungsbereichen Neurowissenschaften integriert und zu einem Programm zusammengefasst, was halt sehr, sehr einfach ist und wo man einen einfachen Zugang findet. Also das heißt zum Beispiel, gibt es so anfangs so einen Saboteurstest, wo man einfach mal feststellt, was habe ich denn eigentlich so für Saboteure? Und wir haben halt diese Bewertung, also was ich ja schon gerade mal so ausgeführt habe, das haben wir ja alle, ne? Also wir bewerten entweder uns selbst ganz stark, ne? Also es kommt unterschiedlich, ne? Die Stärke ist ein bisschen unterschiedlich, man kann das auch durch verschiedene Sachen halt reduzieren. Andere, ne? Das ist ja so, dass man sagt, oh, guck dir mal an, das war ja, ne, was hat der schon wieder gemacht oder die. Oder die Umwelt, dass man sagt, so ja, ich konnte nicht, weil. Ne, also weil es geregnet hat, wie Sonne geschienen hat, weil das und das noch nicht da war, so dass man einfach sagt, so, ne, weil wegen dem und dem konnte ich das alles nicht machen. Das ist so dieses innere Kritiker, glaube ich, würde ich so ein bisschen gleichsetzen auch. Und dann gibt es so eine sogenannten Komplizensaboteure, die mit dazukommen. Die sind wiederum halt alle sehr unterschiedlich ausgeprägt. Man weiß heutzutage, dass 50% vorgeburtlich schon da sind und 50% ungefähr so im Kindesalter so nochmal uns prägen. Und da gibt es so den Controller, den Hyperachiever, Hyperrational, Avoider, Stickler. Also da gibt es so 9 Stück davon und die sind, wenn die halt, die haben halt auch sehr viele unterliegende Stärken. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Hyperachiever und Controller. Also Hyperachiever tritt halt zum Beispiel, das sind so Saboteure, die sind sehr oft bei Gründerinnen und Gründern zu finden. Controller, interessanterweise, das weiß man mittlerweile, sind sehr oft im Management von Unternehmen zu finden, die Saboteure. Und wenn man halt, also wenn wir zum Beispiel den Controller-Saboteur nehmen, wenn der halt, sage ich mal, wenn ich gerade in meiner Ruhe bin und nicht so viel Stress habe, dann sind das halt Menschen in ihrer Stärke, denen nichts, also die haben halt so einen gewissen Weitblick, denen fällt aber auch nichts vom Tisch. Ja, also sagt man so, also, ne, also hier müssen wir nochmal reingucken zusammen, habt ihr vielleicht an das und das gedacht, aber eher so im Großen, ne? Und wenn ich dann halt, wenn der Saboteur aber sehr stark nach vorne tritt, dann komme ich halt so dieses detaillierte Kontrollieren, ne? Hast du das gemacht? Habe ich dir doch gestern gesagt, ne? Also dieses Nitty-Gritty-Mikromanagement kann dann zutage treten. Deswegen ist so dieses, ne, in meine Ruhe kommen, in mein, dass ich halt sozusagen mit Stress sehr gut umgehen kann. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, aber das wäre zum Beispiel mal ein Beispiel. Hyperachiever tritt ist auch schon relativ häufig gesehen. Das sind halt, die Stärke, die darunter liegt, ist halt, die Menschen sind sehr inspirierend.
Ne, die können halt so rausgehen und sagen, ja, also ich habe diese Vision und follow me, ne, und nehmt alle mit. Ne? Und wenn die, also und wenn die unter Stress geraten, also wenn der sozusagen als Saboteur die Oberhand gewinnt, ne, dann machen die sozusagen, dann räumen die alles zur Seite, gehen mit dem Kopf durch die Wand, verlieren alle anderen. Und lieben ist dann auch unter Stress halt nur zu sagen, ich gehe nur für Ziele, die ich erreichen kann. Versus, wenn ich aus meiner Ruhe heraus arbeite, kann ich halt Leute inspirieren. Auf der anderen Seite kann ich aber auch für Ziele gehen, die vielleicht 150% sind. Und selbst wenn ich dann nur 120 erreiche, habe ich mehr erreicht als unter Stress. Und das ist schon interessante, also es gibt viele sozusagen auch Studien dazu, aber es ist schon ein interessanter Fakt, was dazu führt, dann einmal zu sagen, okay, wie komme ich denn in so eine Ruhe mit mir selbst, ne? Und was bringt mich denn in Stress und wie kriege ich dann sozusagen diese Stimmen auch so ein bisschen reduziert? Genau. Ja, sehr interessant. Also beim Voice Dialogue geht es um ähnliche Themen. Da geht es darum, die inneren Stimmen aus einem bewussten Ich zu führen, also mit ihnen nicht identifiziert zu sein, zum Beispiel auch das Hauptselbst oder ein inneres Teil selbst Macht und Erfolg dem Leben, also dem zu verschreiben, sondern wirklich zu überlegen, was braucht mein Leben eigentlich in der Komplexität, damit ich auch glücklich und zufrieden bin. Wir haben ja auch verdrängte Teilselbste, die auch da sein sollen. Und sie nennen diesen inneren Kritiker, der uns jeden Tag vom Spiegel bis ins Büro begleitet, Radio Crazy, also dieses ständige Geplapper, was uns sozusagen Energien abzieht und Energien bindet. Und wenn uns das erstmal bewusst wird, dann können wir damit anders umgehen und können es anders in die Hand nehmen. Wir werden den inneren Kritiker, der ja mal sich im Laufe unseres Lebens oft herausgebildet hat, um uns zu beschützen, den können wir nicht abschaffen, aber wir können ihn liebevoll annehmen und in ein bewussteres Leben integrieren, um glücklicher zu werden. Ja, und dann sind wir natürlich auch ganz anders in unserer Kraft, wie wenn wir uns davon treiben lassen mit der Peitsche durch ein ganzes Leben. Und von daher gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, aber ganz, ganz spannend, weil ich forsche ja auch an der Lebensfreude. Und die Lebensfreude ist ja auch die Basis für die innere Kraft und unsere intrinsische Motivation. Und da, ja, wo zieht es uns hin? Wo können wir unsere Stärken einbringen in die Wirtschaft und auch in die Gesellschaft? Ja, super. Erzähl vielleicht so noch mal ein ganz bisschen, wenn du Lust hast. Was treibt dich an? Was sind so die Dinge, wo du sagst, das ist der Job, da habe ich richtig Spaß dran. Ich habe das Gefühl, da bewege ich etwas und kann den jungen Menschen oder den mitteljungen Menschen, die gründen, auch wirklich was an die Hand geben. Was treibt mich an? Das ist eigentlich immer so eine interessante Frage. Vielleicht eher so, was zieht mich? Kannst du gerne. Also alles, was so ein bisschen so in Richtung Impact geht, ne, Veränderung, wo kann ich etwas sinnvoll beitragen? Und jetzt zum Beispiel im Gründerinnenumfeld, also auch Gründerinnen fördern, ist sicherlich halt ein Punkt. Im Climate-Tech-Bereich, also alles, was so auch Green Technology, Circular Economy geht, sicherlich auch, weil es gerade auch so von meinem Hintergrundwissen ein relevanter Punkt ist. Ich frage mich halt dann sehr häufig, möchte ich das machen? Ne? Also ich denke, da helfen auch so eine Sachen wie Tai Chi und Qigong, dass man halt dann einfach mal so in sich rein hat und sagt, will ich das überhaupt? Weil, damit habe ich schon vor Jahren angefangen und das hat mich eigentlich mittlerweile dazu gebracht, dass ich eigentlich nur noch Sachen oder dass ich Sachen mache, wo ich richtig halt Lust drauf habe oder wo ich Bock drauf habe und wo ich halt auch einen Impact erzeuge. Ich gucke mir das sehr genau an, manchmal schlafe ich auch nochmal drüber und vielfach, also gerade was mich halt so in die Ruhe bringt, sind halt so Sachen wie Tai Chi, Qigong und das gebe ich auch weiter. Auch in meinem Coaching gebe ich das halt sehr stark mit rein, weil manchmal ist es halt, kann ich darüber reden, was hält mich zurück, aber manchmal ist es halt auch besser, einfach das mal zu fühlen und das kann man sehr gut halt mit Tai Chi, weil es ja auch aus der Kampfkunst kommt. Also da versteht man dann schon sehr, sehr schnell, was das halt mit einem macht oder wo ich halt in einen Widerstand gehe. Und wenn ich Dinge nicht machen will, ja, dann gehe ich halt zum Beispiel halt in einen Widerstand. Und dann ist es halt, merkt man ja vielleicht beim Bergsteigen oder so, dann ist es doppelt schwer.
Ja, absolut. Ja, super. Dann würde ich mal sagen, unser Podcast geht so langsam seinem Ende zu. Liebe Orte, willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch was an die Hand geben? Danach würde ich eine kurze Werbung einblenden und ein Fazit aus unserem Podcast ziehen. Hast du noch einen Tipp, einen Ratschlag, eine Idee? Was würdest du gerne noch mitgeben? Also ich habe ja mal so ein Jahresmotto manchmal. Mein Jahresmotto für dieses Jahr ist, die Kunst, Nein zu sagen. Ich finde das halt also auch sehr schön, weil es wiederum damit zu tun hat, was möchte ich eigentlich? Und dann nicht einfach sagt Nein, sondern halt sich überlegt, wie kann ich das Nein so rüberbringen oder so auch mitgeben, dass mein Gegenüber sich wohl damit fühlt und es halt auch für eine gute Idee hält, dass ich gerade Nein gesagt habe. Also vielleicht halt mal so ein Motto raussuchen, an dem man versucht oder über das man versucht, halt einfach mehr zu lernen. Und Lernen ist wichtig für unser ganzes Leben. Ja, super. Und das Nein fällt ja dem inneren Pleaser ganz besonders schwer, mit dem wir Frauen ja auch oft identifiziert sind. Und es ist ein gutes Trainingsfeld. Ich hatte das gestern auch. Wir hatten eine Coaching-Gruppe und da ging es darum, es kommt auch immer sehr darauf an, aus welchem Teil selbst wir das Nein aussprechen. Weil wenn wir das aus einer Bewusstheit aussprechen und dann auch den anderen wertschätzen dabei, ein Nein kann ja auch ein Jetzt nicht heißen. Es muss ja nicht ein Nie sein. Da können wir ganz unterschiedlich wirken und ganz unterschiedlich Themen beeinflussen und auch unser Leben natürlich ganz anders gestalten und uns Freiraum schaffen dadurch. Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss hier zugehört und zugeschaut habt. Wir haben diesen Podcast ja auch in YouTube, wer dort vorbeischauen möchte. Ich freue mich sehr, liebe Urte, du hast tolle Tipps an die Hand gegeben. Ich finde es unheimlich spannend, wie du junge Menschen unterstützt, mitteljunge Menschen, die gründen und die ihre Unternehmen führen. Aber ich glaube, die Tipps, die du gibst, die können wir auch in unseren mittelständischen Unternehmen gut einsetzen, weil es geht immer darum, wer sind wir, wie führen wir unser Unternehmen, was für eine Kultur haben wir um uns herum und wie schaffen wir es, uns selbst in unsere Kraft zu bringen, also zum Beispiel uns nicht von unserem inneren Saboteur die ganze Energie abziehen zu lassen und wie schaffen wir es, unsere Menschen, die für uns arbeiten, zu unterstützen, dass sie auch in ihre Kraft kommen, dass sie mitdenken können, dass sie Innovationen einbringen dürfen und wie können wir sie darin unterstützen, unsere Unternehmen auch wieder stark zu machen. Also es hat beides verschiedene Aspekte, aber es geht immer um das Gleiche. Es geht darum, dass wir Menschen brauchen, die stark sind und die Lust haben, etwas zu bewegen. Liebe Urte, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist und dann sagen wir am besten einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Nina und Urte. Vielen Ciao. Dank für die Einladung. Sehr gerne, liebe Orte. Tschüss. Tschüss.